Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Magic the Gathering Arena. Ja, heute möchte ich euch mein Räuberdeck vorstellen. Das ist blau-schwarz und ist zu Zeiten von Dungeons & Dragons noch aktiv spielbar. Und ja, dreht sich natürlich um das Thema Räuber und vor allem um Thema Decktod. Wir fangen mit dem Mehrvolk Windräuber an. Der hat für einen Mana 1-1 fliegend. Und wenn er einem Gegner Schaden zufügt, mildert dieser eine Karte. Und wir können ihn auch opfern, um eine Karte zu ziehen, allerdings nur, wenn der Gegner 8 oder mehr Karten in seinem Friedhof hat. Dann mit die stärkste Karte, die es bei Räubern gibt, die Vollstreckerin der Diebesgilde, die hat 1-1 aufblitzen. Und wenn sie oder ein anderer Räuber unter unsere Kontrolle ins Spiel kommt, muss der Gegner 2 Karten millen. Und sind natürlich 8 oder mehr Karten im Friedhof von dem befinden, hat sie plus 2, plus 1 und Todesberührung. Ist also echt krass stark. Dann haben wir den fliegenden Gedankendieb für 2 Mana mit 1-3. Fliegend und aufblitzend. Und solange sich 8 oder mehr Karten im Friedhof eines Gegners finden, erhalten nur Räuber plus 1 plus 0. Und immer wenn ein oder mehr Räuber, die wir angreifen, kontrollieren, mildt jeder Gegner 2 Karten. Der dreiste Langfinger gehört zwar nicht ganz zu der Edition, ist aber noch mit spielbar und passt hier gut rein. Wir können einmal Spontanzauber spielen und für 2 Mana eine bleibende Karte hochbringen. Und für 3 Mana als mit Aufblitzen als Flieger, der nur fliegende Kreaturen blocken kann, raushauen als Kreatur. Glasbecken-Nachahmerin ist so halbwegs geplant in den Deck, kann als Land fungieren, wenn wir genug Mana haben, als Kreatur und kann eine kopieren, was natürlich ziemlich geil ist. Mitternachtsuhr verhindert den eigenen Decktod, kennen wir mittlerweile wahrscheinlich jeder, wir tappen sie, kriegen Mana, die kriegt jeden Versorgungsmoment eine Stundenmarke, für 3 Mana können wir noch eine zusätzlich drauflegen und wenn sie 12 Stundenmarken hat, dann mischen wir unsere Hand um Friedhof zurück in die Bibliothek. Ziehen 7 Karten und entfernen die aus dem Spiel. Die Schattenstecherin 1-4 für 3 Mana. Eigentlich ziemlich geil, denn wenn wir einen anderen ungetappten Räuber tappen, dann kriegst du zum Ende des Zuges Todesberührung. Und nur wenn sie einen Spieler Kampfschaden zufügt, mildert der Spieler 3 Karten. Schwarzblütenräuberin hauptsächlich auch als Land gedacht. Wenn wir auch genug haben, können wir sie auch als Kreatur spielen. Als 2-3 bedrohlichen Räuber für 3 Mana. Und sie hat plus 3, plus 0, 8 oder mehr Karten im Friedhof eines Gegners befinden. Dritzischer Infiltrator für 4 Mana 2-3. Tappe einen anderen ungetappten Räuber, den du kontrollierst. Er kann dies Zug nicht geblockt werden und wenn er einen Spieler Kampfschaden zufügt, zieh mir eine Karte. Lebende Furcht ist so eine Notfallkarte. Bestimme einen Kreaturentyp. Kreaturen, die nicht vom bestimmten Typ sind. -3/-3 bis Ende des Zuges, weil ich gemerkt habe, dass man erstaunlicherweise trotz allem öfters mal hier gegen eine Horde kämpfen muss, gegen die man nicht ankommt. Dein Tergit, Göttin der Furcht und ihre entsprechende Laterne. Beides geile Karten für 4 und 5 Mana. Die Laterne hat, tappe sie, ein Spieler deiner Wahl verliert 3 Lebenspunkte, es sei denn, er opfert eine bleibende Karte, die kein Land ist, oder wirft eine Karte ab. Und für 4 Mana können wir sie enttappen. Als Göttin ist sie bedrohlich und immer wenn ein Gegner eine bleibende Karte opfert, die kein Spielstein ist, oder eine bleibende Karte abwirft, kannst du sie aus dem Friedhof unter deiner Kontrolle ins Spiel bringen. In Kombination mit der Laterne halt ziemlich geil. Zareth Sand, der Trickser, den finde ich auch ziemlich cool. 5 Mana, 4/4 aufblitzen. Wir können aber auch für 4 Mana spielen, indem wir einen ungeblockten angreifenden Räuber, den wir kontrollieren, auf die Hand nehmen. Und ja, dann kommt er für den stattdessen angreifenden Spiel. Und immer wenn er einen Spieler Kampfschaden zufügt, können wir eine bleibende Karte unserer Wahl aus dem Friedhof des Spielers unter unsere Kontrolle ins Spiel bringen. Komplett kostenlos. Der ist echt geil. Heere Offenbarung. Neutralisieren Zauberspruch deiner Wahl, neutralisiere eine aktive oder ausgelöste Fähigkeit deiner Wahl, bringe eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist, auf die Hand des Besitzers zurück, erzeuge einen Spielschein, der eine Kopie einer Kreatur deiner Wahl ist, die wir kontrollieren, oder ein Spieler zieht eine Karte. Für 6 Mana sehr teuer, aber kann auch ziemlich geil kommen. Und Akademias Erwachen, wieder so als Land gedacht, aber auch sehr gut im Deck, bringe eine beliebige Anzahl an Kreaturenkarten deiner Wahl mit unterschiedlichem Mana-Betrag von jeweils X oder weniger aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Ja, wenn wir halt X entsprechend hochwählen, können wir ziemlich geil unsere Kreaturen wieder zurückholen. Wir müssen nur darauf achten, es müssen halt verschiedene Mana-Kosten sein. Und ansonsten natürlich noch ein paar Länder allgemein, damit wir hier überhaupt was spielen können. Gut, das war's zur Theorie, jetzt setzen wir das in die Praxis um. So, unser erster Gegner ist Norikantoku. Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig gesprochen habe, aber es fühlte sich richtig an. 2 Mana. Weiß aber nur schwarz. Nee.
Yay, 3 Mana. Ah, das ist noch schwarz, sehr gut. Wir können jetzt auch müllen, dann haben wir nämlich nichts mehr. Die brauchen wir noch am wenigsten. Die beiden Stadthand sind gut. 3 Mana, das ist natürlich schon fast übertrieben. Das war das einzige Richtige, was man machen konnte. Ja, die hat aufblitzen, trotz allem. Rot, schwarz, okay. Jetzt kommt der Schatten, der Schatten. Kann ich blocken, also eine Chance. Okay, man kann ihn aus dem Friedhof wirken. Eh nicht blocken und schon nicht vor mit dir zu blocken. Und die muss sowieso aber eher erstmal raus. Der wäre jetzt zwar als Blocker auch gut. Okay. Da hat er keinen Bock mehr gehabt. Das fühlt sich unverdient an, aber okay, ist der erste Sieg. Nun unser zweiter Gegner ist Double Justice. Na, schauen wir mal. 3 Länder, ich bin ja so dankbar. Dankeschön. So. Wir versuchen auf 5 Länder hochzukommen. Deswegen erstmal weg damit. Hat ich jetzt schon Hallo gesagt? Ich weiß nicht. Mach mal einfach nochmal. Doppelt gemoppelt halt besser. So. Ja, zählen wir die Fake Länder mit. Erstmal lieber nicht. Kleriker müssen sterben. Nach und nach. Erstmal so. Wir zahlen nichts. Den behalten wir im Hinterkopf. Greifen erstmal an. Grünes Kleriker-Deck? Aha. Nee, es wird kein Kleriker-Deck. Scheint irgendwas mit Lebenspunkten. Oh, ist auch ein Kleriker? Okay. Spannend. Das halte ich jetzt eigentlich für eine sehr, sehr schlechte Entscheidung, aber okay. Ich meine, halte ich für so einen kleinen Ein-Mana-Pömpel. Okay. Unerwartet, das hilft mir also nicht weiter. Ich brauche den hier. Nun können wir damit Todesbüro machen. Wahrscheinlich hat er jetzt wahrscheinlich wieder diese Sache, dass man eher eine Kreatur kaputt angreifen kann. Immerhin, die ist beliebt, weil sie so geil ist. Okay. Ja gut, das ist ein fairer Tausch, der gefällt mir. Ich tausche 2 Kreaturen gegen eine, also ich habe einen verloren, er 2. Macht mit. So. Greifen wir erstmal an. Das haben wir so schön weggelegt. Mhm. Können Sie natürlich das Kreatur spielen, aber als Laterne ist sie einfach aktuell sinnvoller. Da haben wir noch genug Mana, sie spontan zu spielen. Ah, der Troll, okay. Wenn man den abwirft, ist es eng. Fehlt wahrscheinlich das Mana.
Ah, nö, ich soll nicht da erst fahren. Nee, du kriegst nichts von mir. Leider reicht's nicht, oder? Doch, für die Todesbüro müsste es jetzt noch reichen. Damit kriegt man ihn so weg. Verlieren sie mir jetzt vor unserem geilen Effekt. Kann es aber Latte sein. Immerhin haben wir da ein Mana-Kreator, quasi den 5-Mana-Kreator getauscht. Erstmal er hier. So, 4 Mana. Und so. Vielleicht haben wir Glück und können jetzt auch Karten nachziehen, je nachdem, was er raushaut. Ja, das ist nice. Das ist nice gewesen. Bauen wir jetzt mal drauf. Bauen wir drauf, dass er keinen Zerstörer hat? Ist zu unsicher, oder? Wohl ein Angriff können wir aushalten zur Not. Ja, dann scheint alles in das Deck gesteckt hier. Okay, so weiter. So, mit ihm können wir dann zum Not den wieder totblocken, wenn er uns unseren lässt. Das war eine dumme Entscheidung. Jetzt will ich ehrlich sein, jetzt bin ich mir nicht sicher, wie wir weitermachen. Das ist Verschwendung. Ja, wir müssen das alles bereithalten. Cool, das können wir spontan machen. So, wir haben 6 Mana. Gut, in dem Fall tappen wir. Und dann muss er sich jetzt langsam entscheiden. Er darf keine Lebenspunkte wählen, sonst. Obwohl doch, er kann beim nächsten Mal Lebenspunkte wählen. Und zwar jetzt. So, jetzt machen wir es ganz einfach. Wir tappen sie wieder. Und damit ist er hin. Egal wie er es macht. Ja, das war der zweite Sieg. Dritter geben ist Captain NCFs. So, 3 Länder. Wie sieht das aus? Das ist der Mulligan gemacht. Zwei Mulligans. Okay. So, der Bibliothek noch ein Standard kann sein, so ein Bibliothek. Dann wären es anscheinend 2 gewesen. Ich warte jetzt mal kurz überflogen. So, Kontakt. Haben. So, wir spielen den spontan aus.
Wird höchstwahrscheinlich mit dir angreifen. Kommt. Ja, das ist geschafft. Wir haben natürlich unseren Minus-Minus-Zauber. Witz dabei, wir sind 10. Wir brauchen jetzt eine Minus-Minus-Karte, nur damit kommen wir gegen 4 Minuten an. Wäre das nicht ein bisschen noch offen. Eigentlich fängt es aber jetzt schon an. Boah, mit Mutation noch, ne? Der Minus-Minus-Zauber hilft uns jetzt auch nicht wirklich. Wir müssen aber trotzdem versuchen zu bekommen. Ja, das ist nicht so gut gelaufen. Klasse.
Wir haben gewonnen. Wir müssen unsere Karten richtig spielen. Machen wir am besten auch. Er hat nichts mehr zu tun. Wir können jeden blockbar machen. Gegenseitig. Wir brauchen nur einen Räuber. Das war's auch knapp, aber es muss natürlich das Sieg. Jetzt sehen wir.